Hallo und dann herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist der Maximus, begrüße euch zur Sonntagstour. Und heute, ja, geht's nach Frankreich und deswegen habe ich mir diesen neuen Renault T besorgt. Und zwar die 2013er Variante. Und ihr findet ihren Link natürlich zu diesem LKW unten in der Videobeschreibung. Und natürlich sind da auch noch ein paar, ja, Skins hier und ich fahre mit der Viking Logistik und habe einen Trailer. Sieht eigentlich aus wie, ja, Sodawasser oder hier eine Limonade, aber ich fahre Waschpulver. Und wohin natürlich? Ich gehe auf die Map. Ich befinde mich natürlich in Mannheim, da war ja die letzte Tour. Und jetzt geht's nach Albi. Und deswegen, ja, haben wir eine ordentliche Tour vor uns. Wir fahren natürlich Richtung Bern, Zürich, Bern und dann Lyon. Da bin ich auch schon mal lang gefahren. Nach Lorette-Mar. Ja, Jugendsünde. Und ja, das wird wahrscheinlich zwei Touren sein. Hier durch Frankreich. Frankreich, Frankreich. Und wir starten den LKW. Geiles Teil, oder? Diesen LKW, den gibt es natürlich noch nicht offiziell hier im Spiel. Das ist alles noch Mod. Aber ja, ich halte mal ganz kurz nochmal an. Wir gucken uns den LKW nochmal ein bisschen genauer an. Und zwar hat er auch hier in diesem Paket Michelin-Reifen, alles dazu. Vieles ist schon vordefiniert hier bei diesem, ja, Mod-LKW, aber sieht der nicht klasse aus? Wirklich schöner LKW, muss ich sagen, obwohl der ja nicht so oft hier auf deutschen Straßen unterwegs ist. Da ist ja wirklich die Standard Scania, ne? Die sogenannte Scania, ja, Fraktion ist ja doch sehr, sehr doll vertreten hier. Und jetzt werden wir einfach mal rausfahren, ja, sieht das gut aus? Ja. Blinken mal. Auch hier mit LEDs. Geil. Geil, geil, geil. Schöner LKW. Ich hoffe, dass der irgendwann mal doch im Euro Truck Simulator offiziell, ja, angekündigt wird. Und wir werden jetzt, wie gesagt, zwei Touren. Wird es bestimmt beinhalten. Ja, gut. Und ja, wir befinden uns natürlich auf der TSM-Map 6.2. Aber das habt ihr wahrscheinlich schon in der Beschreibung gesehen. Jetzt muss ich aber selber mal schauen, weil ich den LKW überhaupt noch gar nicht ausprobiert habe. Ah, und schau mal, was der Bordcomputer sagt. Ja, Öltemperatur 72 Grad. Dann die Strecke. Wir fahren fast 1000 Kilometer. Und ja, Spritverbrauch. Ja, das war's dann. Wir lassen es einfach mal so. Und wir werden natürlich dann auch mal gucken. Wir haben hier auch ein Digitaltacho. Das ist auf jeden Fall für Maximus gar nicht mal so schlecht, weil er sonst immer geblitzt wird. Wir werden, wie gesagt, mal versuchen, ordentlich zu fahren. Was kann ich hier so sagen? Innenraum, ja, sieht sehr schlicht aus, ne? Also geht schon. Auf jeden Fall sitze ich sehr, sehr hoch. Das waren ja MAN wollte ich schon sagen. Auf jeden Fall, Renault war ja auch die Firma, die als erstes so eine großen LKW ist. Jetzt sitzt ein bisschen behindert da. Guckt euch mal den an hier. Als wenn er einen Stock irgendwie im Rücken hat. Auf jeden Fall, wo man sich auch hier gerade hinstellen konnte und hier nicht so einen Tunnel im LKW hatte. Also man kann jetzt sich frei bewegen. So, jetzt aber Schluss mit dem Hin- und Her-Gewackle. Wir haben jetzt eine ordentliche Tour vor uns. Und ja, ich habe ja gesagt, dass ich von Deutschland aus, also wir sind ja von Berlin nach Mannheim und jetzt werden wir von Mannheim Richtung Schweiz. Erstmal werden wir ein bisschen nach Frankreich, dann in die Schweiz fahren, Bern, Lyon und dann Albi. Aber ihr könnt ja auch mal unten in den Kommentaren was über diesen LKW reinschreiben. Wenn ihr da Infos habt, schreibt es einfach mal rein. Ich habe jetzt momentan 520 PS. So einen kleinen Lebenslauf zum LKW, wenn ihr, wie gesagt, da ein bisschen mehr Infos habt. Und dann über diese Firma hier, Viking Logistik, ob es die überhaupt richtig gibt, kann durchaus sein. Also ich habe mir den Skin, das war halt ein Skin-Paket, da sind halt noch Shell, den Willy Bats und Daxer, glaube auch noch, inbegriffen. Und dann dachte ich mir, na klar, kannst du mal holen. Und passt ganz gut. Und dann werden wir unser Waschpulver hier natürlich in
Limonadenflaschen verpackt, einfach mal Richtung Frankreich fahren. So, auf jeden Fall interessant, ne? Für alle, die ja gerne, wollte ich jetzt nochmal anmerken, die russische Map ja sehen wollten, mein Kumpel Zollcruiser alias Ellen fährt die gerade mit Matt zusammen. Und da könnt ihr euch die Maps einfach mal angucken oder wo ihr da lang fährt. Ich werde auf jeden Fall, wenn ich dann in Afrika bin und ja, den Balkanpass passiere, werde ich auch so ein bisschen noch in den Osten gehen, so weit wie es halt geht. Aber falls ihr das sehen wollt auf seinem Kanal, könnt ihr das doch mal angucken. Wenn ich es nicht vergesse, werde ich den Link natürlich unten in die Videobeschreibung machen. Wenn nicht, dann geht ihr einfach auf den Kanal von mir und bei vorgeschlagenen Kanäle findet ihr ihn, glaube ich, auf Platz 2, weil auf Platz... Nee, doch, auf Platz 1 ist mein alter Kanal. Ja, ich hatte schon mal einen alten Kanal. So, jetzt habe ich den Kanal voll und werde schön gemütlich mit euch. Der Kalender ist nicht mehr up to date. Wir haben ja natürlich schon 2016. Dieser LKW ist eigentlich für die Version 1.21, aber wie ihr seht, geht ja auch mit 1.22. Ja, immer wieder ein paar Infos und jetzt Frankreich, Frankreich. Louis de Finesse, wir holen dich. Und deswegen dachte ich mir, also so werde ich es auch immer machen, dass ich, wenn Touren zu machen sind, die auch explizit für das Land den entsprechenden LKW. Natürlich in Spanien wird es da keine LKWs so richtig geben, aber ihr könnt ja auch schon unten in die Videobeschreibung mal reinschreiben, welchen LKW oder welche Marke ich denn vielleicht dort nehmen könnte. Ich würde ja gerne dann, wenn ich in Afrika bin, mit älteren LKWs fahren, einen alten Scania, einen alten, ja, Mercedes oder halt MAN, sowas in der Art, oder ein Iveco mal, das haben wir ja schon lange nicht mehr gesehen. Solche LKWs werde ich dann zeigen, die vielleicht ein bisschen abgefuckt aussehen. Sag ich jetzt einfach mal so. Ja, das ist auch schon mal schön, wie wir hier lang cruisen. Gerade nicht so viel los. Es ist, glaube ich, Wochenende. Es ist Samstag. Wir gucken mal. Wir haben Donnerstag. Naja. Ist vielleicht grünen Donnerstag und hier ist Feiertag. Wie er weiß. Keiner weiß genau, wie es abläuft. Ja, und die Vorfreude natürlich zum amerikanischen Truck Simulator. Da hat man ja wieder ein paar Bilder gesehen. Awesome, sage ich nur. Richtig nice. Gefällt mir auf jeden Fall, was man da so sieht. Und ich fahre natürlich das alles auch mit diesen Mod-Paketen, mit den Anhängern, falls einer fragt. Das ist dieser Cargo and Trailer Pack 3.7, müsste es jetzt sein. Wenn nicht, dann guckt einfach mal auf meinen Kanal. Da habe ich auch eine extra Playlist gemacht für ETS-Mods. Guckt euch die einfach an. Unten in der Videobeschreibung ist die auf jeden Fall drin. Und dann findet ihr die Mods, die ich hier benutze. So. Wenn wir uns schön hinten einordnen. Hinterm Golf 5. Ah, schönes Teil. Natürlich hätte ich auch jetzt einen Schwerlast machen können, hier mit den, so alles, das optional dazu. Na los, kommt Jungs, wir haben hier, wir wollen ja nicht gleich drei Teile draus machen, ne? Ach Mann! Schön. Das ist eigentlich der Truck of the Year 2015, der Renault Ranger, glaube T. Oder T-Ranger? Naja, es wird wahrscheinlich einige von euch wieder, die klüger sind, die dann gleich Google fragen. Aber wenn ich hier fahre, kann ich schlecht bei Google nach googeln. Ja, yeah, jetzt geht nach Straßburg. Frankreich, Frankreich. Ich soll jetzt wirklich lassen mit singen. Aber ein bisschen nerven kann ja durchaus mal nicht verkehrt sein. Wenn wir uns alles hier mal angucken. Die schöne TSM-Map. Bis jetzt ist immer noch so geplant, dass ich hier nur am Sonntag diese Touren mache. Das soll dann doch ein bisschen was Außergewöhnliches sein.
Außerdem kommt sowieso bald der amerikanische Truck Simulator und Sonntag soll dann auf jeden Fall ETS bleiben, so lange. Und da habe ich wenigstens, dann bringe ich wenigstens auch hier dieses Spiel, ne? Aber keine Angst, ich werde auf jeden Fall beim ETS bleiben. Aber ich kann ja mal so einen kleinen Rundumblick machen, wie es jetzt so die nächste Zeit bezüglich Videos aussehen wird. Aber bevor wir hier gucken, wir uns den nochmal von außen an. Ja, schön. Ah, da hat er schon ordentlich zu ziehen. Jo, sind wir auf der Straße. Leer ist hoch. Naja. Ja, Straßburg lassen wir quasi links liegen. Nee, kleiner Rundumblick, weil wir haben ja jetzt Zeit. Auf jeden Fall wird... Oh, jetzt erstmal... Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Oh, fährt der mir hinten immer noch rein? Trottel. Auf jeden Fall wird jetzt nochmal für alle Freunde der Landwirtschaftssimulator wird auf jeden Fall Holzhausen noch bis Folge 40 laufen. Ich muss mal da gucken, wie und was. Oh, 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 hier ist einer in. Oh, ey, der ist genauso dämlich wie ich. Mann. Mit den Renault T auf Frankreichs Straßen unterwegs. Ja, das wird dann erstmal so bleiben, was ich da jetzt alles so bringe. Ich werde das alles so ein bisschen komprimieren. Ich möchte ja nicht, dass ihr wirklich jeden einzelnen Schritt, wenn ich wieder auf Feld 30 gehe und nochmal auf Feld 30, sowas ist dann irgendwann doch langweilig. Ich mache es halt so wie beim, ja, wie Bantico. Ja, da hat aber das mit Curseplay wesentlich besser funktioniert. Vielleicht, wie gesagt, liegt es an mir. Danach, wenn denn die 40. Folge abgedreht ist, wir sind jetzt, glaube, wo ich jetzt aufnehme das Video, wir haben heute den 20.01.2016, wird, ich glaube, ich bin jetzt bei 27 oder 28, jetzt beim, ja, Landwirtschaftssimulator 40, das sind dann quasi noch so 2-3 Wochen, bis dann, also ihr wisst ja, dass dann mindestens 3 Videos die Woche rauskommen. Montag, Mittwoch und Freitag. Und dann ist erstmal mit Landwirtschaftssimulator eine Runde Ruhe. Es kann dann durchaus sein, dass ich mit Toni oder mit einem anderen einfach mal, ja, die komische Russen-Map da nochmal eine Runde drehe als Multiplayer. Einfach so zusammen, wo ich ihn wieder vollforzen kann, dass er keine Ahnung hat und ich selber auch keine Ahnung habe. Ja, das wird wahrscheinlich doch dann ab und zu mal so als kleines, ja, Multiplayer-Sache kommen. Und dann sind wir schon wieder beim nächsten Thema. Das kommen ja immer wieder Fragen. Hey, wann machst du hier Landwirt, ach, hier ETS Multiplayer? Dazu braucht man Zeit, Lust, um sowas erstmal zu starten. Und weil viele von euch auch in der Schule sind, wo das quasi dann nur am Wochenende sein. Und wenn ich Freitag von Arbeit komme, dann brauche ich ja zum Glück nur bis Mittag gehen. Habe ich dann auch noch ein paar andere Sachen zu tun. Und ja, dann könnte man das ja eigentlich dann Freitagabend machen oder Samstag. Aber ich sage euch eins, Samstag bin ich fast nie zu Hause. Bin ich immer weg. Und am Freitag muss ich natürlich die Videos vorbereiten für die ganze Woche. Oder ich setze mich jetzt unter der Woche, bin, wie gesagt, heute von Arbeit gekommen. Hab nicht ganz so lange gemacht, nur bis um 4 war ich arbeiten. Ja, sowas soll es auch mal geben. Also von, wann habe ich angefangen? Dreiviertel 7, glaube ich, bis um 4 ist, denke mal, erstmal ausreichend. Und ja, wie gesagt, da kann ich noch nichts Genaues sagen. Wenn ich dann mal ein paar Tage Urlaub habe, das ist im März, dann muss ich meinen Resturlaub wegnehmen, sonst wird er mir gestrichen. Deswegen
wird es im März, habe ich da wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit. Vielleicht werde ich da mal ankündigen, hey, passt auf, ich mache da jetzt den Multiplayer und streame mal. Oder ich werde das einfach ganz normal hier auf Ding streamen, hier auf. Wie heißt es nochmal? Ach man, bin ich nicht schlimm. Ich bin so schlimm. Steam, ja, Steam. Steam Stream. Ich weiß es nicht. Ich könnte ja mal sagen, vielleicht mache ich es auch auf Hitbox. Ich weiß es noch nicht. Hitbox-Item. Hatte ich früher. Nee, Twitch. So, dann haben wir das erstmal abgehandelt. Das eine wisst ihr ja schon, dass ihr auf jeden Fall die Sonntagstour die nächsten Wochen oder Monate bestehen bleibt. Da könnt ihr euch quasi jedes Mal freuen. 18 Uhr geht's los. Hier, wie gesagt, die große Tour. Erstmal sind wir ja, wie gesagt, hier in Frankreich. So, dann wird der amerikanische Truck Simulator kommen. Ich will auf jeden Fall am Dienstag, weil es kommt ja ganz gut an. Ey, jetzt geht's in die Schweiz. Kommt auf jeden Fall, oder möchte ich, wenn was Gutes dabei ist, ein paar Mods. Scheiße! Oh, sorry, sagt man nicht. Ach, ich habe da wirklich wieder nicht aufgepasst. Kommt dann auf jeden Fall, ja, die Tour. Also, nee, ich meine jetzt die ganzen Mods, wenn Autos sind. Ja, ich weiß, es ist ein Euro-Truck-Simulator und man sollte LKWs zeigen. Aber wenn kein besonderer LKW am Start ist, dann werde ich auch ja, so eine Autos bringen. Gerade der Speedtest, der kommt ja auch ganz gut an bei euch. Und natürlich lasse ich auch die Fahrzeuge weiter hier fahren, um einfach ein bisschen Abwechslung zu haben. Ein bisschen spannend, sonst wäre es ja langweilig, wenn da keine Autos rumfahren. So, dann kommt ja auch bald am 2.3. der Bus-Simulator und der soll dann quasi den Sendeplatz vom ETS nicht ersetzen, nein, vom Landwirtschaftssimulator soll er dann quasi den ersetzen. Und ja, erstmal so geplant, wenn er gut ist und gut läuft bei euch, dann sollte da auf jeden Fall 3 Videos pro Woche kommen. Montag, Mittwoch und Freitag. So, dann ist wahrscheinlich gerade in Bezug auf Simulationsspiele sowieso ein bisschen mau. Dann kommt zwischendurch, werde ich dann immer so 18 Uhr solche Sachen bringen wie The Division und sonstige Sachen. Weil, ja, 13 Uhr sind dann halt die Simulationsspiele so großenteils dran, weil viele wirklich nur oder ausschließlich ja, zu meinem Kanal gefunden haben, nicht wegen Battlefield, das ich irgendwann mal gespielt habe, oder ja, ein anderes Spiel, sondern durch die Simulationsspiele. Ja, da werde ich vielleicht auch irgendwann mal eine Umfrage machen. Ja, fertig. Alle solche Sachen. So sieht es nämlich aus. Ja, wieder eine ganze Menge Informationen von mir und wir haben schon 18 Minuten auf der Uhr. Wir werden uns jetzt wahrscheinlich irgendwann mal eine Möglichkeit suchen, hier unseren LKW mal abzustellen und mal eine kleine Runde. Oh, da mal den hier überholen. Den Knusper. Oh, hinter uns, hinter uns. Scheiße. Ihr seid auch manchmal dämlich. So, der ist jetzt weg. Ich guck mal jetzt rüber. Wo ist der? Der ist auch weggefahren. So. Schön. Wir gucken jetzt mal auf den Dings. Wir haben auf jeden Fall noch 9 Stunden vor uns. Über 500 Kilometer. Wir fahren noch ein paar Kilometer bis zur nächsten Möglichkeit, wo wir unseren LKW abstellen können. Und dann sollten wir beim nächsten Mal durchaus die Tour jetzt ja, absolvieren. Ne? Ich denke mal, es wird schon funktionieren. Und wenn jetzt wieder so eine Neumarktklugen kommen, warum ich hier mit Lenkrad nicht spiele oder kauft ihr doch ein Lenkrad. Ja, ja. Leckt mich. Ich habe schon die Sensibilität der Tasten
oder hier das Ansprechen des Lenkrades schon ein bisschen nicht so sensibel gemacht, dass es so abgehackt aussieht, sondern doch ein bisschen mehr rund ist. Und ich denke mal, 90% der Leute hier fahren durchaus ausschließlich mit dem, ja, oder mit der Tastatur, nicht mit dem Lenkrad. Das Lenkrad steht dort hinten. Kein Bock, das anzumachen. Ui, hier ist eine Baustelle. Na, baut mal ordentlich hier. Aber um die Uhrzeit will wahrscheinlich keiner mehr. Da ist die nächste Möglichkeit zum Parken. Schön. Dann werden wir die natürlich auch nutzen, unseren LKW dort abstellen. Lassen wir mal ein bisschen ausrollen. Sprit sparen. Was habe ich jetzt? Durchschnittsverbrauch 58 Liter. Ist natürlich ordentlich, ne? So. Da ist sogar noch eine richtige Tankstelle hier. Und hier ist 30. Shell! Ist hier. So, wir fahren jetzt ganz gemütlich hier lang. Und stellen den LKW dort ab. So. Normalerweise müssten wir ja da drüben abstellen. Aber wir wollen ja uns noch schnell eine Bockwurst holen. Und deswegen machen wir den LKW hier aus. Und ja, wie gesagt, wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann schreibt es unten in die Kommentare. Und für alle, die zu faul sind, die geben einfach dem Video einen Daumen, dann wisst ihr es auch. Und ja, falls ihr nichts verpassen wollt, ihr wisst schon, müsstet ihr, wenn ihr es natürlich wollt, mich abonnieren. Aber mit den Worten, macht der Maximus jetzt einen Fisch, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.